Ja. Hm? Nimm das Messer. Süße. Autsch. Moment. Bootycam. Okay, Nemesis ist also wieder hinter uns her. Das bedeutet, es ist ein Fall Zeit. Hallo. Muss ich gedrückt halten? Ich muss. Ich weiß nicht, ob ich tippern muss oder festhalten muss. Wenn ich festhalte, lässt er irgendwie schneller los. Ah. Ich verstehe das Prinzip gerade nicht, wann ich drücken muss. Muss ich denn drücken? Einmal reagiert er, manchmal reagiert er nicht. Jetzt hat er reagiert. Ich halte jetzt gedrückt. Und jetzt zieht sie sich nach vorne, weil ich gedrückt halte. Das hat sie vorher aber nicht. Okay. Ich würde gerne nach hinten gucken. Die Maus kann ich nicht bewegen. Schau. Überlebt safe. Bin verbrannt. Und das sieht hier nach Endzeitstimmung aus. Das ist Endzeitstimmung. Okay. Oh, stellen wir uns mal ein bisschen Munition her. Also, wir nehmen mit. Wir packen das mal eben rein. Ich glaube, die können wir hier getrost lassen. Das Messer lassen wir nochmal da. So, Brandgranate. Kann anscheinend immer nur 6 Stück mit. Die Minen nehme ich mit. Und die Säure nehme ich auch mit. Ich nehme eigentlich alles mit. Das ist Impfstoff. Den Impfstoff kann ich nicht verstauen. Okay. Mir fehlt also ein Platz. Shotgun-Muni? Mhm. Okay. Dann mache ich jetzt tatsächlich, dann mache ich den jetzt einmal voll. Mit den Brandgranaten. Pack die hier weg. Mine, okay. Nimm dann, mach das mit, was hier liegt. Hilfespray. Hochwertige Schießpulver und. Hatte ich nicht eben 2 hochwertige Schießpulver? Ne, ich habe hochwertige Schießpulver und Amber. Hm. Ah, ne, doch, da habe ich noch. Flintmunition. Also. Ne, zweimal ist ja Mag-Munition. Das ist so rausnehmen. Das. Zur Hilfe. Erste Hilfe. Zur Hilfe.
Flinte, ne? Granatzeug. Von der Säure hätte ich gerne ein bisschen mehr. Schade, dass ich jetzt... ich kann das ja noch mal reinpacken in die Kiste. Es geht bestimmt nur noch weiter. Ist hier auch noch was? Okay. Überschreibt zwar Carlos, aber ist egal. So, den Schnellzugriff. Viel Flinte ist es ja gerade nicht. Aber komme ich mal klar. Was ist hier noch? Entsorgungszentrum. Ich muss Nemesis besiegen, indem ich ihn auflöse. Na, dann mal los. Was in Gottes Namen ist das hier? Ich glaube, ich kann das Messer hier lassen. Flinte nehme ich doch noch mit und dann nehme ich noch die Brand. Das sind drei Brand. Hatte ich noch drei Brand in der Kiste? Oder zwei? Nee, ich hatte nur. Natürlich nur die. Mit Granaten bin ich auf jeden Fall ganz gut ausgestattet. Liegt da noch irgendwas? Nö, ne? Nein, natürlich nicht. Da ist er! Da ist er schon wieder drauf. Sie verliert das halbe. Oh, natürlich. Was haben wir denn hier? Nikolai, stopp! Die Stadt braucht den Impfstoff! Mehr als ich? Wie es scheint, sind meine Weisheiten immer noch nicht zu dir vorgedrungen. Ja, ja, Menschenleben sind unbezahlbar. Aber ich bin in diesem Geschäft, um bezahlt zu werden. Machen wir einen Deal. Du gehst runter, bekämpfst den Nemesis und ich film alles und verkauf die Kampfdaten. Gib mir eine gute Show und vielleicht verzichte ich auf den Impfstoff. Deal? Gut. In der Schmadder gelandet. Wo der herkommt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt Nemesis Zeit. Hoppala. Ach, alter Schwede, hau doch nicht so rein. Stimmt aber natürlich nicht. Ich glaube, ich muss, ja, ich muss nachtanken. Jill, bist du das? Carlos? Hallo? Mir geht's gut. Ich halte für dich Ausschau. Gute Idee. Ausschau? Mhm. Was soll man das bringen mit der Ausschau? Pass auf! Du hast Gesellschaft! Das sehe ich. Spinner. Er versteckt sich hinter Tank 5! Yes! Bring den Arsch!
ta. Jill, halt durch! Spät. Das war letzter Halter. Oh, wow. Ich glaube, das muss ich gleich nochmal machen. Aber ich weiß, wusste, wie der Bosskampf funktioniert hier. Ich kann nicht ausweichen. Pistolenmunition, ich fasse es nicht, und Flintenmunition, yay. Wir sind auch mehr gekommen! Nummer 2! Ich mach das! Das wollte ich zwar nicht treffen, aber auch gut! Ja! Nicht so gut. Nicht aufgeben! Ich glaube, er ist fast am Ende! Ich hab fast nichts mehr. Und dann noch ein paar Brandfallen, das ist auch gut. Stoppt! Nichts mehr zum Heilen, ne? Nee, wir sind noch mehr gekommen! Nummer 5! Überraschung, Arschloch! Er ist tot. Oh, fast voll. Ich schick dir den Kran. Kletter daran hoch! Dann wird noch. Oh nein. Komm schon! Komm schon! Jill, bleib zurück! Ich könnte jetzt einer das Messer nehmen und einfach mal den Kopf 5 Minuten lang. Ich werde den Scheißkerl einschmelzen! Das war das Ende war. Okay, ich treffe dich weiter vor. Nikolai, wo bist du hin? Weiß nur, dass ich fast tot bin. Eins für jetzt, eins für später. Nehme ich auch mit. Pistolenmoni nehme ich. Ich nehme alles mit. Nehme mein Kampfmesser wieder mit. Ich stehe noch.
zu Hilfe. Was? Waffenspezifikation. Kaliber 60 mm. Oha. 6000 Meter pro Sekunde. Das bedeutet mehrere Sturmkill. Das ist der. Ach, der ursprüngliche Endkampf von dem normalen Resident Evil 3 kommt jetzt wahrscheinlich. Denke ich. Sechziger Kaliber, ja. Das ist schon uff. Erledigt. Gib mir den Impfstoff, du gieriger Mistkerl. Nein, 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 nein. Du bist Geld wert. Ich mag Geld. Das wird eine lange Partnerschaft. Und da mit der Waffe. Ich sage, das ist noch nicht zu Ende. Hast du je sowas Erstaunliches gesehen? Die Daten darüber wären Millionen wert. Aber... du weißt, wie es ist. Die Stadt wird hochgejagt. Leben sind unbezahlbar. Viel Glück! Nikolai! Danke. Jill! Schnapp dir Nikolai! Er hat den Impfstoff! Was ist mit dir? Uns läuft die Zeit davon. Ich pack das schon. Klar tust du das. Was ist schon? Hör zu. Nur, dass du es weißt. Das ist das letzte Mal. Doch bloß. Ausgabefach wird geöffnet. Das gefällt mir schon besser. Ich möchte durch. Ich habe Feuer gemacht. Nun zeig dich. Komm. Kühlvorgang im Gange. Kühlvorgang. Stromquellen reaktivieren. Mist, sie braucht Strom. Tut dir weh, was? Willst du noch mehr? Okay, das funktioniert anscheinend so nicht. Man muss also zwischendurch immer kämpfen anscheinend. Nein, ich möchte den Spielmodus nicht ändern. War einfach. Okay. Ja, das hilft alles nichts. Das muss ich so mitnehmen. Also, schießen, Kühldinger reinmachen, aber vorher ihn irgendwie in Schutzmodus erledigt. Setzen. Überspringen. Also, aktivieren. Ausgabefach wird geöffnet. Das gefällt mir schon besser. Lad nach.
Situation, ne? Ich fasse es nicht. Das dauert ganz schön lange. Noch zwei Stromquellen aktivieren. Wie lange brauchen sie wohl zum Regenerieren? Immer die drei oder? Zwei, okay. Noch eine Stromquelle aktivieren. Nur zu! Ich bring dich gleich wieder zu Boden! Reicht das? Reicht das nicht? Man weiß es nicht. Nein, es reicht nicht. Ich würde sagen, das war gerade noch rechtzeitig. Ui! Er schiebt mich einfach zurück. Okay, mit der normalen Waffe auf die Knubbel schießen, das reicht schon. Wie man dich erledigt? Das muss ich bestimmt wieder dreimal machen. Immer. Man kennt es. Aber mach das so. Das nächste Mal verpiss dich einfach. Oh, kann man so machen. Den will ich los. Matschepampe. Wie gut geht's mir denn? Oh, können wir mal einen nehmen, ne? Das hat jetzt weniger Zeug gekostet, als hier eigentlich rumliegt. Frische Matsche zum Mitnehmen, bitte. Der offensichtliche Weg ist nicht der offensichtliche. Immer pompös. Ist wichtig. Ich kann ihn noch einholen. Lutsch das. Nicht auf. Habt ihr das hier versprochen, oder? Nein! Hast du eine Ahnung, was du gerade getan hast? Weiß nicht. Mir egal. Mein Klient hat mir befohlen, Umbrella auszuschalten. 10 Minuten bis zum Raketeneinschlag. Ah. Die Rakete wurde gestartet. Zeit zu gehen. Leb wohl, Miss Valentine. Schade, dass du nicht hören wolltest. Jill! Erschieß ihn! Ich kann nicht! Ich treff dich! Mach schon! Du musst einfach! Es geht nicht anders! Carlos!
Komm, das war ein Kopfschuss. Ich sag doch, ich lass dich nicht allein zurück. Aber eindeutig. Das wäre einfach zu grausam. Und das jetzt angeblich nur die Schulter. Ja, ist klar. Oder hier ein Hals. Ja. Hm. So ein Kopfschuss. Was ist mit dem? Wieso das alles? Jetzt hat er doch noch nicht mal was. Es gibt für alles einen Preis. Selbst die Welt brennen zu lassen. Für wen arbeitest du? Ich sag's dir, wenn du mich herausbringst. Ich bezahl, was immer du willst. Du bist ein Narr. Du bist ein Narr! Wenn ich sterbe, erfährst du die Wahrheit nie. Doch, in Revelations. Ein paar Ermittlungen machen mir nichts. Jill. Typisches Alles Ende okay? für Resident Evil. Mit dem Hubschrauber in den Sonnenuntergang fliegen. Aber bis jetzt in jedem Teil. Wie heißt sie? Die Rakete. Die nukleare Rakete. Boots. Zu der Zeit sind natürlich Chris und nee, nicht Chris, Leon und Claire auch schon mit Zug im Kopf. Es ist endlich vorbei. Bis dann, Raccoon. Da ist nicht mehr viel von über jetzt. Es ist mehr so ein Loch. Ich fühlte mich leer und kalt, als die Hitze der Explosion uns erreichte. Die wahre Ursache dieser ganzen Tode war kein Virus. Es war Gier. Menschliche Gier. Da fasste ich einen Entschluss. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ich erledige sie. Ein für alle Mal. Mhm. Wir sind durch. Wir sind durch. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Grob über den Daumen geschätzt. Wie lange habe ich jetzt gespielt? Also wirklich gespielt? 6,5 Stunden. Und mal gucken, letztes Mal habe ich. Ich weiß gar nicht, wie lange ich letztes Mal gespielt habe. Endcut überspringen wir. Gibt es noch einen Teaser zur Fortsetzung? Standard 4 Stunden 17. Dank C. Das ist nicht besonders gut, aber fürs erste Mal ist es okay. Leider muss ich sagen, viel zu wenig Rätsel drin. Beispielsweise Rätsel ist ja eigentlich gar nicht drin gewesen.